Steuern senken, die Wirtschaft ankurbeln, deregulieren, für alle mehr Geld in den Taschen. Das sind die Wahlversprechen von Donald Trump vor 4 Jahren gewesen. Aber wie gut war er für die US-Wirtschaft? Wie gut war er für die US-Wirtschaft wirklich? Das bespreche ich jetzt mit Professor Thomas Jäger, der internationale Politik an der Universität zu Köln lehrt. Herr Professor Jäger, wenn wir aus deutscher Sicht jetzt mal schauen, Steuern senken, die Zinsen runter, Zölle rauf. Donald Trumps Amtszeit hatte viel für die amerikanische Wirtschaft mit sich gebracht und gerade hat seine Politik die Wirtschaft geprägt. Was waren so seine wichtigsten Entscheidungen in diesen 4 Jahren? Ja, Frau Erd, die republikanischen Präsidenten, die wetteifern immer darum, wer die größten Steuersenkungen hinkriegt. Das ist immer der Punkt, an dem sie gemessen werden, weil das sozusagen zur republikanischen Religion dazu gehört. Und das ist auch der größte Erfolg, den Donald Trump aus seiner Sicht wirtschaftlich vorzuweisen hat. Nicht ganz so groß wie die Steuersenkungen unter Ronald Reagan oder George W. Bush, aber doch ganz kräftig runter auf 21% Unternehmenssteuer. Und das parallel dazu versehen mit den vielen Deregulierungen, die er vorgenommen hat, die nur wirklich auch, ja, je nachdem, wie man es beurteilt, eine schwere Rückseite haben, über die wir vielleicht noch sprechen können. Und gleichzeitig das Ganze verbunden mit einem erheblichen Druck auf die Fed, die Zinsen niedrig zu halten. Und wenn man als vierten Punkt noch etwas hinzunimmt, was aus wirtschaftlicher Sicht erstmal gar nicht so offensichtlich ist, nämlich dass er den Supreme Court sehr konservativ, also auf Deregulierungspolitik ausgerichtet hat, dann sind das die großen Erfolge der ersten Phase seiner, der Trump-Wirtschaft, wenn man so will, bis zur Pandemie. Dann war das alles Makulatur. Und für die zweite Phase ist etwas, was überparteilich erreicht wurde, ausschlaggebend, nämlich dass man über Lohnfortzahlungen an viele Haushalte den Konsum in den Vereinigten Staaten einigermaßen aufrechterhalten konnte und die großen sozialen Probleme, die eben durch Armut, durch mangelnde Krankenversicherung und all anderes hier aufgetreten sind, ein wenig eindämmen konnte. Sie sprachen es schon an, Steuern für Unternehmen gesenkt von 38% auf 21%. Käme es zu einer zweiten Amtszeit? Sowas kann man ja nicht ewig machen. Punkt eins. Punkt zwei ist aber, was hat denn der einzelne Arbeiter in Nebraska, auch in New York, in den großen wie kleinen Städten, im mittleren Westen, im Süden, was haben die Senioren davon? Was hat der einzelne, der normale Bürger davon? Also was die Steuersenkung angeht, so ist Trumps Wahlversprechen, sie wirklich permanent zu machen. Da unterscheidet er sich ja ganz erheblich von seinem Gegenkandidaten. Und was angekommen ist bei den Menschen, na, das Wirtschaftswachstum in diesen 4 Jahren Trump war mit so im Durchschnitt 2,4% etwas niedriger als zuvor. Es gab aber eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, die Löhne sind gestiegen, insofern schon eine sehr robuste Wirtschaft, eben bis zur Pandemie, nicht die größte, wie der Präsident immer tönt, aber eine robuste amerikanische Wirtschaft. Und die Frage wird sein, mit welchen Maßnahmen man jetzt aus der zweiten, dritten Welle dieser Corona-Pandemie herauskommt und diese Wirtschaft wieder aufbauen kann. Wir sprechen gleich noch über die Phasen vor und nach der Pandemie. Aber wenn jetzt die Steuern weiter sinken würden, dann irgendwas muss er ja für die zweite Amtszeit auch versprechen. Was heißt das für das amerikanische Haushaltsdefizit? Wird das nicht noch größer und wird damit auch das Investorenvertrauen noch kleiner? Es ist einerseits so, das ist ja ganz interessant, wenn Sie das sagen, Donald Trump geht quasi ohne Programm in seinen Wahlkampf. Keiner weiß, was er wirklich vorhat. Er sagt, er macht eine tolle Krankenversicherung und sagt nicht welche. Er sagt, die Wirtschaft wird boomen, aber sagt nicht wie. Was die Staatsverschuldung angeht, ohne Frage, die ist ja von Anfang des Jahrtausends jetzt sozusagen von 5 Billionen auf 24 plus inzwischen gestiegen. Aber in Zeiten von Corona wird das weitergehen. Sozusagen das Geld wird fließen und es muss fließen, um die amerikanische Wirtschaft am Laufen zu halten. Da unterscheiden sich die beiden Kandidaten auch nebenbei überhaupt nicht in der Höhe dessen, was sie ausgeben wollen. Da sind so über den Daumen geschlagen 2 Billionen, die sowohl Trump als auch Joe Biden letztlich als Konjunkturprogramm auflegen wollen, wobei die Schwerpunkte, wie man sich denken kann, ganz unterschiedlich sind.
unterschiedliche Schwerpunkte und auch unterschiedliche Finanzierungsmethoden. Denn Joe Biden sagte ja, für größere Unternehmen und auch für größere Einkommen wird er die Steuern wieder erhöhen. Nicht so weit wie vor 4 Jahren, aber immerhin, er braucht ja irgendwie Finanzierungsmöglichkeiten. Ist das aber im Moment in der Phase 2 der Pandemie, und Sie sagten, Amerika wird vielleicht noch von einer dritten Phase überrollt, ist das in dieser Zeit das richtige Signal? Ja, das ist das, was die Demokraten machen wollen. Sie haben ja diese Steuersenkung abgelehnt. Sie wollen jetzt die Steuern auf 28% für Unternehmen erhöhen. Sie wollen auch bei den hohen Einkommen nochmal 2-3% drauflegen auf den Steuersatz. Und parallel, was für die Wirtschaft auch mitzudenken ist, den Mindestlohn auf $15 erhöhen. Das wird eine spannende Frage sein, ob das wirtschaftliche Tätigkeit abbremst oder ob das eben einen Impuls gibt, dass der Staat wieder handlungsfähig wird und der Konsum steigt, wie die Demokraten das prognostizieren. Joe Biden hat, anders als Donald Trump, noch in der Hinterhand, dass er die Steuermehreinnahmen nutzen will, um eine staatliche Beschaffungsmaßnahme von Industriegütern aufzulegen. Denn eines muss man besonders von Europa blickend bei den USA jetzt attestieren. Die nationale Orientierung der amerikanischen Wirtschaftspolitik, sozusagen Amerikaner einstellen, amerikanische Produkte kaufen, womit Donald Trump vor 4 Jahren angetreten ist, das haben sich inzwischen auch die Demokraten auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, die amerikanische Wirtschaftspolitik wird viel nationaler ausgerichtet sein. Was aber erstmals in der amerikanischen Geschichte passiert ist, ist, dass ein Präsident, ein gewählter Präsident, in die Geldpolitik eingegriffen hat, und zwar die Notenbank auch unter großen Druck gebracht hatte. Nun hatte die Fed zunächst erst 3-mal die Zinsen erhöht, weil sie nicht wollte, dass die amerikanische Konjunktur überhitzt, und auch gesagt hat, dass das möglich ist, die Wirtschaft hält das aus. Trump hat immer wieder das Gegenteil gefordert, und Steuersenkungen und Zinssenkungen, die dann auch tatsächlich kamen, passen ja eigentlich nicht gut zusammen. Es hat aber in dem Falle funktioniert. Hatte Trump am Ende des Tages recht? Sie haben völlig recht mit dem, was hinter Ihrer Frage steckt, nämlich Donald Trump hat überhaupt keinen Respekt für Institutionen und er geht sie offensiv an. Natürlich, die Fed ist unabhängig, aber wie das Leben so ist, Es wird ja miteinander gesprochen, sagen wir das mal so freundlich. Aber Trump hat getwittert, hat öffentlichen Druck aufgebaut. Und ob er am Ende recht hat? Na, man sagt, hinterher ist man klüger, aber jetzt ist eben nur kurz hinterher. Warten wir mal ab, wenn wir lang hinterher sind, ob wir das dann immer noch so bewerten. Momentan ist es aber so in der Pandemie, dass Geld fließen muss, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wir sprachen eben schon von der Konjunkturphase vor der Pandemie, in der die USA gut dastanden. Boomende Börsen, steigende Löhne, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 50 Jahren, wobei man auch da vielleicht die Frage der Qualität der Jobs stellen muss, wie nahezu überall auf der Welt. Und dann kam Corona und man darf die amerikanische Wirtschaft als angeschlagen betrachten. Nun hatten wir ein BIP-Wachstum im dritten Quartal von 33%, was viele Ökonomen so in der Größe nicht erwartet hatten. Wie angeschlagen ist die amerikanische Wirtschaft jetzt in der Phase 2 der Konjunktur wirklich? Ja, momentan ist das ja eine Achterbahnfahrt, die alle Volkswirtschaften miteinander durchmachen. China nach offiziellen Zahlen weit weniger, im asiatischen Raum ein bisschen gedämpfter. Aber insbesondere in Europa sehen wir das ja auch in diesen Tagen, dass das eben so ist. Die Frage wird sein, mit welcher Politik die Vereinigten Staaten aus dieser Pandemie herausgehen. Ob sie also diese destruktive Politik, die Trump gegenüber internationalen Organisationen angelegt hat, fortführen, ob sie diesen protektionistischen Weg fortführen oder ob sie eben einen anderen Weg gehen und versuchen, wieder multilaterale Fragen auch multilateral zu klären, ob sie versuchen, den Export zu steigern und nicht den Import abzuwürgen. Und das wird darüber entscheiden, ob die amerikanische Wirtschaft wirklich diesen Schlag, den Corona allen Volkswirtschaften versetzt hat, besser oder schlechter verkraften.
Aber was Sie jetzt angesprochen haben, das würde ja funktionieren mit einem neuen Präsidenten Biden, denn mit Donald Trump würde sich ja das fortsetzen, was er angefangen hat über 4 Jahre. Er kann ja jetzt nicht sich selbst konterkarieren. Na, Donald Trump erfindet sich dauernd neu, ne? Und man muss immer wieder denken, da kommt was Überraschendes. Aber da bin ich eigentlich auch Ihrer Ansicht, dass er sich nicht völlig neu erfinden kann. Er kann nicht sagen, das war alles Unsinn, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Nur wenn wir die China-Politik betrachten, das war ja immer so ein Zwiespiel aus Druck und gleichzeitig sozusagen mein Best Buddy Xi, mit dem ich das alles regeln kann. Und wir kommen zu einer Einigung. Das ist ja ein Abkommen getroffen worden Anfang des Jahres. Dann kam eben Corona dazwischen. Aber die Zahlen sind eben auch im amerikanisch-chinesischen Handel inzwischen andere. Richtig ist, wenn er den Druck aufrechterhält, so hat die Fed ausgerechnet, dann wird das eben 850 Milliarden weltweit, US-Dollar weltweit kosten. Wenn man die Kosten auf die Vereinigten Staaten umlegt, sind das 200 Milliarden, die sich irgendwie bemerkbar machen. Höhere Preise, geringerer Import, ein höheres Exportdefizit, all das, was sich sozusagen summiert. Und was wir aber dann erst, wenn diese Corona-Unsicherheit weg ist, in den Zahlen wirklich erkennen können. Aber Make America Great Again hieß eben auch Protektionismus und hieß eben auch Abschottung von Europa und China. Für das Image seiner Wähler von Donald Trump sicher ein Vorteil. Aber wie viel Wirtschaftswachstum hat das die USA vielleicht unterm Strich letztlich gekostet? Hat es Wirtschaftswachstum gekostet? Also die Fed geht davon aus, dass das ungefähr 1% des Bruttoinlandsproduktes letztlich gekostet hat. Nicht nur die Vereinigten Staaten, aber eben auch die Vereinigten Staaten. Und die Frage jetzt, die sich stellt, ist doch, wie in diesen ganzen Diskussionen um Protektionismus, Resilienz und anderes, eben die internationalen Produktions- und Lieferketten, die Wertschöpfungsketten aufrechterhalten bleiben. Das wird genau die Frage sein, die wir im nächsten Jahr beantwortet sehen, wenn dann eben auch politische Entscheidungen darüber getroffen wurden, wie man die internationalen Handelsbeziehungen weiterführen möchte. Würden die USA die wirtschaftliche Krise jetzt besser durchlaufen und besser überstehen, wenn dieser Zollstreit und dieser Handelsstreit mit China und auch mit Europa nicht wäre, / nicht gewesen wäre? Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Das war teuer, das hat die Wirtschaft etwas gekostet. Aber man muss hier eben auch die Rückseite betrachten. Es ging ja sozusagen nicht darum, Wachstum zu generieren, sondern mit dieser Politik sollte China veranlasst werden, nach bestimmten Regeln zu spielen, die ja auch die Europäer erkennen, dass das nicht geschieht. Und die Europäer sollten gedrängt werden, mehr amerikanische Produkte zu kaufen. Das ist so nicht gelungen. Das ist auch sehr verständlich, dass das nicht gelungen ist, weil die Welt eben komplizierter ist, als sie sich Donald Trump in seinen bilateralen Vorstellungen ausmalt. Da ist es eben so, dass man zwar China unter Druck setzen kann, die antworten und kaufen kein Soja mehr und kaufen das dann eben in Brasilien und Argentinien. Und dann ist sozusagen der Schuss ins Leere gegangen. Also es gibt immer mehr als zwei Seiten oder mehr als eine Seite einer Medaille. Nun haben wir aber auch gesehen, dass Arbeitslosigkeit, wie wir sie jetzt haben, Wahlchancen verschlechtert. It's the economy, stupid, sagte schon Bill Clinton. Es hängt also ganz viel davon ab, ob ein amerikanischer Präsident wiedergewählt wird, wie die Wirtschaft dasteht. Ist es wirklich so einfach? Also wenn man in die früheren Wahlen blickt, dann ist es so einfach, was die Makrodaten angeht. Ein Präsident, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt und eine robuste wirtschaftliche Entwicklung vorweisen kann, der wird gewöhnlich wiedergewählt. Das ist jetzt eben nicht so. Was Donald Trump ja veranlasst hat, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass die Wirtschaft weiterhin gut läuft, dass man kurz davor ist, das beste Jahr der amerikanischen Wirtschaft vor der Brust zu haben, weil er genau diese Illusion schaffen will. Makromäßig ist das deswegen diesmal eine hochspannende Frage, wer ihn wählt. Wenn man auf die Mikrozahlen guckt, dann ist es aber doch viel erstaunlicher, dass zum Beispiel die Farmer, die ja an Exportchancen erheblich eingebüßt haben, immer noch zum weitaus größeren Teil hinter diesem Präsidenten stehen und ihn wählen werden. Da sind wir aber alle dann in 2 Tagen klüger, wenn wir die Wahlergebnisse richtig ausgewertet haben.
Politik kann nachwirken, auch wenn ein Präsident schon längst nicht mehr im Amt ist. Und wenn wir mal zurückschauen, bei seinem Amtsantritt hat Donald Trump schon eine gute Konjunktur übernommen von Barack Obama. War das die Basis für das längste Wachstum der US-Geschichte oder geht da wirklich viel auf sein Konto? Wir sprachen über die Steuersenkung, die Deregulierung, America First, Protektionismus, all das. Also das sind genau die zwei Seiten seiner Wirtschaftspolitik, die Sie ansprechen. Das, was er sich oder was ihm positiv zugerechnet wird, weil auch das hat natürlich zwei Seiten, ist die Steuersenkung und die Deregulierung. Wobei man gleich dazu sagen muss, dass natürlich diese Deregulierung etwa Umweltkosten verursacht haben, die hier einfach nicht eingerechnet sind. Dass sie Gesundheitskosten verursacht haben, die hier einfach nicht eingerechnet sind. Und das auf der anderen Seite. Aber Donald Trump durch seine Außenwirtschaftspolitik den Amerikanern richtig Kosten verursacht hat. Also das sind die beiden Licht- und Schattenseiten oder je nachdem, wenn man es aus demokratischer Sicht sieht, nur Schattenseiten, die er vorzuweisen hat. Seine nachhaltigste Wirkung wird die Präsidentschaft Trump über die Regulierungen und die Urteile des Supreme Court entfalten. Denn dagegen wird, wenn sich die Demokraten nicht auf eine Erweiterung des obersten Gerichts einlassen, eben auch ein demokratischer Präsident nichts machen können. Wie groß ist denn in Gänze, als letzte Frage abschließend, der Einfluss eines Präsidenten, insbesondere des US-Präsidenten, wirklich oder überhaupt auf die Entwicklung der Wirtschaft? Das ist natürlich ganz schwer zu ermessen, weil es so viele Faktoren zusammenspielen und weil der Präsident ja nicht der einzige politische Spieler ist in den Vereinigten Staaten. Wir haben die Legislative schon angesprochen, vor allem mit dem Haushaltsrecht. Wir haben die Gerichte angesprochen. Das ist ein Zusammenspiel von politischen Institutionen in den Vereinigten Staaten mit den Unternehmen, die ja die wirtschaftliche Entwicklung tragen, plus den Allianzpartnern, die man hier hat, den Geschäftspartnern, die man hat. Also insofern relativiert sich dann die Bedeutung des amerikanischen Präsidenten, aber gleichwohl, er kann eine bestimmte Richtung vorgeben, so wie das Ronald Reagan gemacht hat, der diese neoliberale Ausrichtung letztlich durchgesetzt hat, und wie das Trump gemacht hat, der den Protektionismus in die internationalen Beziehungen hineingedrückt hat. Herr Professor Jäger, haben Sie vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Deregulierung, Steuersenkungen, die Wirtschaft zuerst und America first, das war Donald Trumps Versprechen zu Beginn seiner Amtszeit bzw. im Wahlkampf. Und Professor Jäger von der Universität Köln sagt, davon hat er viel erfüllt. Bei den Einzelnen kam aber nicht alles davon an. Sprichwörtlich, die Farmer hatten darunter zu leiden, dass im Handelsstreit mit China eben Soja von den Chinesen in Brasilien gekauft wurde. Und so haben sich viele Wahlergebnisse von Donald Trump zum Teil auch ins Gegenteil verkehrt. Das beste Wirtschaftsjahr der amerikanischen Geschichte, das der Präsident für dieses Jahr verspricht, so sagt Professor Jäger, das wird es dieses Jahr aber nicht. Das sei eine Illusion. Nichtsdestotrotz gibt es zwei Phasen vor und nach der Corona-Pandemie. Und viel hängt davon ab, wie sich das politische Washington auch mit den Gerichten und dem Supreme Court positioniert und wie dann auch ein neuer oder alter Präsident mit der Corona-Pandemie und einer möglichen dritten Welle umgehen wird.